Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um das Gameplay aus Berlin. Ein paar Sehenswürdigkeiten mit AR, ein paar schöne Wandbilder aus Kreuzberg und so weiter. Schaut einfach dabei zu. Währenddessen möchte ich euch aber was anderes erzählen, weil so viel gab es in Berlin jetzt nicht zu erleben, außer dass wir vielleicht zwei Raids gemacht haben. Wir waren ja nur 2 Tage dort. Und einige Pokémon wie Rosanna vielleicht getroffen haben, aber viel war es jetzt nicht. Genau, also Niantic hat zum Beispiel angekündigt, dass Arctos und Zapdos Day auf der Inselgruppe von Atlantik die Azoren wiederholt wird, weil die wurden irgendwie vergessen. Als Entschädigung gibt es vom 3. August 16 Uhr Ortszeit bis 10. August 16 Uhr Ortszeit erneut Arctos und Zapdos. Wie die das aber jetzt genau machen wollen, weiß ich nicht. Wurde jetzt leider nicht genau beschrieben, ob dann dauerhaft 7 Tage lang Arctos auf der Arena sitzt. Wahrscheinlich nicht. Es würde einfach keinen Sinn machen. Irgendwie werden sie das schon machen. Wahrscheinlich taucht ein 5er-Ei aus, ganz normal. Und 45 Minuten lang gibt es dann Zapdos oder ein Arctos. Vermutlich. Vielleicht werden wir da noch weitere Infos bekommen. Ja, im August gibt es ja Feldforschungsaufgaben. Und also neue Feldforschungsaufgaben. Im Feldforschungsdurchbruch ist Raikou. Also werden alle anderen Feldforschungen oder fast alle anderen ausgetauscht und es sollen vermehrt Johto-Pokémon drin sein. Wenn wir jetzt Johto-Pokémon und Elektro-Pokémon ansehen, dann müsste das theoretisch Lampi und Voltilam sein. Mehr gibt es da gar nicht. Außer man zählt die Baby-Pokémon Pichu und Illikit noch mit dazu, dann wären es 4. Ist aber trotzdem sehr wenig, muss man dazu sagen. Es sind aber auch nur 100 Pokémon in der zweiten Generation drin. Nicht so wie in der ersten, 151. In der dritten glaube ich auch 150. Die vierte Generation sollen es wohl 151 sein. Ich hoffe, das stimmt. Genau, wenn wir schon gerade dabei sind, weiter zu überlegen, wie es denn zukünftig sein wird. Also die Celebi wird uns ja irgendwann mal freigeschaltet werden. Wann, gibt es leider immer noch nichts. Ich würde mich kaputt lachen, jetzt wo ich über das Thema spreche, dass es dann auf einmal veröffentlicht wird. Aber vielleicht lassen sie sich noch ein bisschen Zeit, dass es erst nächstes Wochenende soweit ist. Und zwar, was ist, wenn ihr einen Celebi habt? Lohnt es sich, das zu pushen? Nein, es lohnt sich nicht. Es gibt leider andere Pokémon, die günstiger sind, diese zu pushen. Wie zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, Celebi als Psycho-Pokémon, weil als Pflanzen-Pokémon macht das nicht wirklich viel Sinn, weil es leider keine Pflanzen-Ladeattacke bekommen hat. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schade. Wäre nämlich sonst wirklich ein Pokémon geworden, das man als Kokowai-Ersatz hätte nehmen können. Naja, warum auch immer das so entschieden worden ist. Auf jeden Fall, wenn ihr es als Psycho-Pokémon verwendet, dann kann man es, stattdessen immer noch Psyana, Dragoran oder Gardevoir nutzen, die es regelmäßiger gibt. Mewtwo ist hier nicht aufgelistet, weil für Mewtwo braucht man auch Sonderbonbons. Und der andere Vorteil ist, Psyana, Dragoran, Gardevoir sind Pokémon, die man mindestens bei Level 20 aus dem Ei bekommt. Also nicht Level 15 wie aus der Quest. Zum Beispiel. Es kommt aber immer drauf an, klar, Dragoran ist wirklich eine so Sache für Leute, die vielleicht jetzt erst angefangen haben zu spielen. Für die ist es wirklich schwer, ein Dragoran überhaupt zu bekommen. Da kriegt man auch nur ein Dratini aus der Quest und aber immerhin 5 Kilometer pro Bonbon, wenn man damit läuft. Nicht so wie Celebi 20 Kilometer pro Bonbon. Was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, ist
Warum ich diese Pokémon aufgezählt habe, die stattdessen besser sind als Celebi, liegt einfach daran, dass das Konter gegen Machomai sind und nicht irgendwelche Psycho-Pokémon, die besser sind. Nur mal so, damit keine Verwirrung aufkommt. Genau. Sagen wir mal, die vierte Generation würde nächste Woche kommen. Auch wenn ich daran nicht glaube, würde es theoretisch nicht zu diesem Event, sondern einfach nur so, wenn die vierte Generation veröffentlicht wird, würde es in der vierten Generation 7 neue Babys geben und 22 zusätzliche Entwicklungen. Insgesamt hat aber die vierte Generation 151 Pokémon. Und wir sind in Generation 3 immer noch nicht weiter mit den Pokémon, die wir eigentlich so vermissen. Niaton zum Beispiel, Farbigel aus der zweiten Generation, naja, die lassen irgendwie noch auf sich warten. Aber gut, vielleicht noch kurz zur Erklärung, falls ihr Hintergrundgeräusche hört, das ist Wasserrauschen von einer Wehranlage. Ich sitze gerade an einer Schleuse und erzähle euch ein bisschen was zu diesem Gameplay. So sieht es nämlich aus im Schneckenhaus. Wenn man viel unterwegs ist, dann muss man seinen Aktionsraum anders legen. Die meisten sitzen nämlich am PC und machen ihre Videos und ich sitze am Handy, sitze gerade schön in der Natur, im Schatten, am Wasser. Sehr, sehr angenehm, trotz der richtig heißen Temperaturen. Ja, dazu kann man eigentlich nicht mehr viel sagen. Es ist einfach mega angenehm. Das ist eigentlich so der Hauptgrund. Genau, also Celebi lohnt sich nicht wirklich zu pushen, aber würde, wenn dann als Psycho-Pokémon, könnte man es gut nutzen. Und hier beim Voltolam, ja, genau. Hier beim Voltoball fällt mir gerade ein, da habe ich versucht, einen guten Screenshot zu machen, aber es hat irgendwie nicht stillsitzen wollen. Es wollte immer was anderes machen. Und ich muss sagen, AR-Bilder zu machen ist echt mega schwer. Also vor allem, wenn es so gewisse Positionen im Raum gibt, da braucht man echt viel Platz, um das Handy dementsprechend hinzubewegen, damit das Pokémon genau da sitzt, wo es sein soll. Habt ihr das eigentlich schon mal ausprobiert? Und wenn ihr super tolle AR-Bilder habt, könnt ihr die gerne auf Twitter mit mir teilen oder auch auf Facebook, zu meiner Facebook-Seite oder per Telegram schicken. Wir haben natürlich auch die beste Currywurst in Berlin besucht. Das muss man, und das ist Knöpke oder wie das richtig heißt. Und die machen das richtig, richtig gut. Zumal die Wurst an sich das Besondere ist, weil sie ohne Darm ist. Und das gibt es in einigen Teilen von Deutschland gar nicht, dass man die Wurst so bekommt. Und das ist irgendwie bundeslandabhängig. Naja, auf jeden Fall habe ich dann hier noch am Alexanderplatz beim Fernsehturm, den ihr ganz am Anfang gesehen habt, hier noch eine kleine Abkühlung, wo ich noch ein bisschen mit der AR-Kamera rumgespielt habe, um zu sehen, was könnte man denn mit diesem Menki hier alles anstellen. Und da kamen wir auf die Idee, wir nehmen den Strohhalm und lassen das Menki auf dem Strohhalm tanzen. Und der Krach hinter mir war die Schleuse. Da hat jemand versucht, das anzupassen. Genau, so, das ist das Menki auf dem Strohhalm. Versuchsweise. Echt mega schwer. Schließlich wollte man auch noch das Getränk haben und ja, ist alles nicht so einfach. Naja, da könnt ihr euch drüber kaputt lachen, wie bescheuert das eigentlich aussieht. Na gut,
Als allerletztes zeige ich euch ein Raid zu dritt gegen Donphan. Da könnt ihr mal sehen, wie lange wir eigentlich dafür brauchen. Donphan ist ja eins der Pokémon, ein Raid-Boss, der nicht so einfach ist. Also allein schafft man den wohl eher so ab Level 35. Auf bestimmten Infobildern steht Level 40, aber anscheinend kann man das auch schon früher schaffen. Kommt vielleicht auch drauf an, welches Moveset der Raid-Boss hat. Genau. Habt ihr denn schon ein Donphan Solo geschafft? Dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Freut ihr schon euch auf Celebi? Wie viele Lucky-Pokémon habt ihr in letzter Zeit schon erhalten? Auch wenn man das leider nicht besonders gut im Pokebeutel sehen kann. Freut ihr euch schon auf die vierte Generation? Das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Auf welche Entwicklung befreut ihr euch am meisten? Gut, bei dem nächsten Event soll es ja nur die Weiterentwicklung von Rizeros und ich habe es leider nicht im Kopf geben. Dazu könnt ihr mir natürlich auch ein paar Kommentare schreiben. Oder schreibt mir doch mal in die Kommentare, was eure Meinung zu diesem Generation 4 Entwicklungsevent haltet. Haltet ihr das für plausibel oder eher nicht, so wie ich? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und falls ihr nicht wisst, worum es geht, geht nochmal zu Honk. Ich schaue, dass ich euch das Video in die Kommentare verlinke. Und ihr könnt jetzt noch in Ruhe das Fangen von Donphan ansehen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.